Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Battleground-haften Folge PUBG Battleground. Es geht wieder weiter. Beim letzten Mal war es ja so, dass wir das Spiel wie immer, wie ich früher gewesen bin und so. Und ich habe überlegt, vielleicht mache ich nicht jeden Tag eine Runde. Da heute wird es auch wieder nur eine Runde sein. Morgen wahrscheinlich zwei. Wir haben morgen drei. Und ja, wir starten direkt rein mit dem guten Vierer-Team. Und hier. Battleground ist eigentlich ein Spiel ab 16. Kann man sich gerade im Moment holen noch. Ist sogar ein gratis Spiel, glaube ich, nicht auf PC und PlayStation. Ist es nur PS Plus enthaltend? Ich glaube, es war gratis, aber ich glaube, man musste sich dafür PS Plus oder so holen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, als ich es mir geholt habe, war es, glaube ich, nicht gratis. Oder war es gratis? Ich habe keine Ahnung mehr, okay? Aber ja. Es geht einfach weiter. Dieses Teil wird auch nicht so viele Videos bekommen. Maximal 10, 5 Videos. Und ja. Hier ist noch eine sichtbare Wand. Es ist nur witzig, dass dieses Spiel hey, du da, wie geht's? Du da, ey, ich box mich, komm her, los, komm schon. Ah, ich komm nicht mehr zu Ausschicht. Komm los! Linker, rechter Hang. Los. Wir boxen uns. Jetzt auch zu dir. Jetzt komm ich zurück. Komm schon. Jetzt du auch. Okay, wo werden wir landen? Okay, hier ist der Start. Das ist Flugzeug. Normalerweise müsste einer von denen markieren, wo wir landen, weil ja, ich weiß, markiere ich jetzt erstmal einen Ort. Hier. Direkt gleich. Eigentlich müsste ich jetzt rausspringen, oder? Was hier? Nö. Sorry Leute, ich kenne mich immer noch nicht so gut mit dem Spiel aus. Ich meine, das Spiel ist ein bisschen zu komisch geworden für mich. Ich krieg jetzt einfach nicht mehr gut gebacken, aber der zweite Spieler ist total. Ich versuche die Markierung zu kriegen. Okay, wie kriege ich die weg? Wie kriege ich die Markierung weg? Hallo? Fuck. Nicht mal Markierung. Oh mein Gott, landen hier viele. Oh mein Gott. Oh mein Fresse. Und nicht mal fliegen. Landen kriege ich hin. Ja, Tür öffnen. Tür schließen. Verpiss dich. Keine Muni mehr. Hallo, ich hab doch Tüt. Hm.
Und der werft einen Flashbang hier rein. Bitte, ich muss nachladen! Und ich werde ins Kreuz vorgelagert. Oh, fuck. Wenn du das Comeback-Dings überlebst, okay. Dann schauen wir erstmal 7 Minuten zu. Anscheinend. So Leute, Entschuldigung, wenn ihr jetzt meinen Hund hört, tut es mir sehr leid. Warte kurz. So Leute, es geht wie immer noch weiter. Bin dort. Würde mich jetzt erstmal auf stumm stellen, damit ihr mich nicht hört, damit ihr euch kurz die Runde beachten kann. Ich auch. Und ich komme erst in 4 Minuten wieder. Scheiße. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich diese Scheißmarkierung hier wegkriege. Hey, kann man. Hä? Okay. Ich will gerne wissen, wie ich die Markierung wegkriege. Hallo? Kriege ich diese scheiß Markierung weg? Ach, Dreieck, okay. Ist gefunden. Der Typ muss ich jetzt sehr auf. Haben die gerade Backflip gemacht? Die machen Backflip, okay. Bam, bam. Bam, 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 bam. So macht man's. Immer bam, bam, bam. Zillababa. Bababam. Bam. Eventuell werde ich derzeit dieses Jahr auch wieder die ganzen Videos verändern. Versuchen. Nicht immer, aber ich versuch's. Hey, wie kann ich switchen? Hey, der Typ ist unsichtbar. Okay, doch nicht. Die laufen sogar getrennt voneinander, ne? Der eine ist da, anderes da. Dann gucke ich doch erstmal dem anderen zu. Ich meine, bei dem läuft er irgendwie aggressiver und krasser ab. Ach, jetzt kommt es schon wieder. Okay, wenn ich mal für 2 Minuten kurz stillen, könnt ihr euch kurz was genießen. Ne? Viel Spaß.
Comeback, oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt die Comeback-Arena, oh mein Gott. Den werde ich niemals überleben, in meinem Leben niemals. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum verfickten Shit ist das? Warum hat der eine schon verlassen? Und warum starte ich hier erst in 10 Sekunden? Hier ist direkt der Sturm. So, ich muss mich beeilen. Weil ich bin jetzt halt in der Comeback-Arena. Habe ich jetzt echt Zeit? Oh mein Gott, ich werde sterben. Ich bin sowas von tot. Hier ist nicht meine Waffe. Okay, ich habe eine Waffe. Aber keine gute. Egal, ich kann nachladen. Ich gehe den Platz. What the fuck? Okay. Irgendwie ist es leicht enttäuschend. Oh fuck! Warum hängt die Maschinenpistole an meinem Rücken? Ich hab da nicht mal einen Halter! Oh, come on! Wieso bin ich immer hier am Arsch der Welt? Oh. Wo bin ich eigentlich? Hallo, hör auf. Comeback erfolgreich. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin wieder da. Ach, peace in the shit, Alter. Pissende Scheiße. Weiß nicht warum, aber irgendwie sein, aber ich versuche jetzt zu ihnen zu kommen. Also ich kann jetzt nicht alles versprechen, aber hey. Nicht nach da. Lenk doch nach da. Nein. Lenk nach da. Nein, warum mach fuck man? Ich hab so reingeschissen. Ich hab so reingeschissen. Der Typ ist auf K. Ach Gott. Warum hab ich immer diese Säcke. Oh, ja, ei. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, nein. Warum seid ihr immer alle AFK? Warum krieg ich immer diese ganzen Teams, die AFK sind? Mann. Ich bin tot. Na gut, würde ich sagen, das war's mit der. Na, einfach nur nein. Ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt eine kurze, dann kommt jetzt gleich noch eine lange, zwei lange Folgen, dann wieder zwei kurze, dann wieder zwei lange, wahrscheinlich auch drei XXL lange Videos. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann auch davon Livestreams, bla bla bla. Kommt drauf an, ob es mir noch Spaß macht. Aber ja. Was ich euch noch sagen wollte, Bad Equipment wird jetzt erstmal ein bisschen länger bleiben als gedacht.
Einfach weiter drücken. Einfach weiter. Einfach schließen. Na gut. Eigentlich habe ich immer früher bei Season 2 oder so angefangen, das Spiel zu spielen. Aber nur weil ich das Spiel jetzt noch mal testen wollte, ob es sich noch lohnt wie früher. Würde ich echt sagen, das war's mit der Folge Battlecore und PUBG. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!